Lesung aus dem Jakobusbrief. Schwestern, ihr, die es sagt, heute oder morgen werden wir dieses oder jene Stadt reisen. Dort werden wir ein Jahr bleiben, Handeln treiben und Gewinne machen. Ihr wisst doch nicht, was morgen mit euren Leben sein wird. Rauch seid ihr, den man eine Welle sieht. Dann verschwindet er. Ihr solltet lieber sagen, wenn der Herr will, werden wir noch leben und dies oder jenes tun. Nun aber prallt ihr voll Übermut. Doch all dieses Prahlen ist schlecht. Wer also das Gute tun kann und es nicht tut, der sündigt. Wort des lebendigen Gottes. Was wird morgen sein? Wir wissen es nicht. Nein, wir wissen es nicht. Das hat uns auch die Corona-Pandemie gelehrt. Jakobus spricht zu den Kaufleuten. Er hält ihnen einen Spiegel vor und beschreibt, wie sie ihre Geschäftsreisen planen und wie sie ihre Gewinne voraussagen. Jakobus verurteilt nicht ihren Beruf und ihren Unternehmungsgeist, wohl aber ihre Prahlerei und ihr scheinbares Abgesichertsein. Und er möchte ihnen deutlich machen, wer Gutes tun kann und es nicht tut, sündigt. Denn der Reichtum ist Geschenk und Gabe, eine Aufgabe. Dieses Geschenk bekomme ich, um es für andere, besonders für die Armen, einzusetzen. So kann auch Reichtum für andere fruchtbar werden. Heute kann ich überlegen, welchen Reichtum ich besitze und wie ich ihn mit anderen teilen könnte.